herzlich zur letzten Pressekonferenz des Jahres 2021, zumindest zur letzten Pressekonferenz vorm Spiel. Nichtsdestotrotz, wie immer, Günter Gorenzel und Michael Köllner am Podium. Und die ersten Worte darf ich heute unserem Cheftrainer geben. Ja, servus zusammen. Etwas ungewöhnlich, 3 Tage vorm Spiel in die PK, von dem her, wie gesagt, werden die Informationen dann hoffentlich auch am Montag dann zutreffen, die ich jetzt erzähle. Und nicht, dass dann heißt, der hat uns am Freitag einen schönen Schmarrn erzählt. Am Montag sieht man, wird es wohl nichts davon. Personell, Daniel Wein ist weiterhin angeschlagen, also beziehungsweise immer noch in der Ruhigstellung von seinem Fuß, Niki Lang. Wenn es jetzt hier, wenn wir den Bildschirm schwenken könnten oder die Kamera, wir sehen, der trainiert gerade draußen mit dem Athleti-Trainer, der baut noch Muskulatur auf, damit er dann spätestens dann im Trainingslager dann wieder am Start ist. Nathan Wicht ist weiterhin krank. Gab es ja 2 Spieler, die Woche noch nicht auf dem Training gesehen worden sind. Murph Biancardi hat weiterhin Probleme. Müssen jetzt schauen, wird eher logischerweise unrealistisch für Montag, wenn er jetzt in der zweiten Trainingswoche immer nicht auf dem Platz ist. Nichts Schlimmeres, aber bringt die Beschwerden halt nicht weg und hat immer noch bei bestimmten Bewegungsmustern Probleme. Richard Neudecker ist erkrankt, mit dem Hals Probleme, Mandeln wird heute auch noch nicht am Training teilnehmen. Es wird dann für Montag auch relativ dünn werden und relativ schwierig werden. Aber wie gesagt, warten wir mal ab, was morgen und übermorgen am Ende wie Ricci dann sich erfüllt. Ansonsten, wie gesagt, haben wir das Dortmund-Spiel hinter uns gebracht. Sind zufrieden, auch wie die Mannschaft aufgetreten ist, zufrieden, wenn wir das Spiel umgesetzt haben. Nach der einigen Gegentoren in den Spielen davor, glaube ich, haben wir defensiv bis auf die ersten Aktion, so eine Doppelchance, glaube ich, ein super Spiel abgeliefert, haben uns auch gute Möglichkeiten rausgespielt und, glaube ich, dann auch verdient 2-0 gewonnen. Jetzt geht es mit Blick nach Würzburg. Wir vor der Saison das vom ersten Spiel, wenn wir in Grünwalde gespielt haben, gesagt hat, Würzburg steht auf dem Abstiegsplatz und ihr spielt eine mittelmäßige Saison in der Vorrunde, der hat wahrscheinlich auch gesagt, naja gut, das wird jetzt eher wohl nicht so treffen. Würzburg wird sicherlich nicht auf dem Abstiegsplatz, sondern 60 wird sicherlich auch eine gute Vorrunde spielen. Aber von dem her, wie gesagt, es ist Würzburg als Absteiger Vorletzter in der Tabelle. Die haben das sicherlich die Situation anders vorgestellt. Und werden alles dafür tun, so wie sie es auch letzte Woche eigentlich schon zu Hause gegen Zwickau machen wollten, 6 Punkte zu holen in den letzten beiden Spielen. Das ist immer möglich. Für uns ist schon möglich, dass wir in Würzburg auch gewinnen können und dann aus den beiden Spielen mit 6 Punkten dann am Ende das Jahr 2021 abschließen können. Und wie gesagt, wir werden alles dafür tun, dass wir ein gutes Spiel machen, dass wir nochmal 3 Punkte holen und am Ende auch das, was wir letzte Woche schon angekündigt haben, mit 2 Siegen in die Winterpause gehen und am Ende da die Löwenfans dann zumindest einigermaßen normales Weihnachtsfest bescheren. Wissen aber auch, wie gesagt, dass Würzburg natürlich schon ein Kaliber ist, das es zu schlagen gilt. Also ich habe mir jetzt die letzten Spiele bei denen alle angeschaut, haben jetzt natürlich durch den Trainerwechsel schon einen kurzfristigen Aufwind gehabt und jetzt in den letzten Wochen klemmt es bei ihnen wieder. Wir treffen einfach ein paar alte Bekannte, die dort spielen, also ich sowie auch 60 München. Von dem her, wie gesagt, schauen wir mal, was passiert. Mit Poirier haben sie natürlich sicherlich einen Stürmer, einen Vorredner, der weiß, wie es Tore schießen geht und der natürlich jetzt halt, versuchen wird, natürlich auch mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, am Ende ja die Mannschaft zum Sieg zu führen. Mit 3 Unentschieden, 2 Niederlagen jetzt in den letzten 5 Spielen haben sie natürlich jetzt auch keine gute Bilanz. Das hoffentlich können wir ausnutzen und am Ende dann dort zu 3 Punkte kommen. Gut, gibt es noch irgendwelche Fragen zum Spiel? Eigentlich ist ja schon soweit alles erzählt. Gut, dann der Herr Gries hat das Bild geändert. Keine Fragen. Gut, dann wünsche ich ein schönes... Christian Jung hat doch noch eine. Eine einzige kleine Frage. Offensiv sind die Würzburger ja jetzt, wenn wir mal ehrlich unter uns sprechen, nicht gerade das Stärkste, was die Liga zu bieten hat. Sie sind da in Dortmund schon mit einem sehr kompakten, defensiven Ansatz herangegangen. Bringt das jetzt da auch was in Würzburg, so ähnlich da weiterzumachen, oder muss man da jetzt wieder komplett umdenken?
Ja, komplett umdenken, glaube ich, wäre fatal. Also wir können jetzt ja nicht die Mannschaft jede Woche um 180-Grad-Drehungen verpassen. Dann kennt sich immer nach 5 Wochen keiner mehr aus auf dem Spielfeld. Sondern ich glaube, wichtig ist schon, auf der einen Seite seinen Prinzipien ein Stück weit treu zu bleiben. Und ich sag mal, sicherlich jetzt in Dortmund haben wir schon ein Stück weit unser Spiel verändert. Keine Frage. Und haben aus einem defensiven, kompakten Block herausgespielt. Aber ich glaube, wir waren trotzdem sehr torgefährlich. Und am Ende, glaube ich, geht es darum, so mal, Würzburg erinnert mich ein Stück weit so ein bisschen daran, wie letztes Jahr unter Aachen gespielt hat. 4-2-3-1, sehr viele Spieler im Ballbesitz, viele Spieler nehmen am Spielteil und am Ende geht es darum, mit der aggressiven Art am Ende denen das Spiel zu verhindern. Das, glaube ich, ist immer oberste Priorität, damit das Spiel so nicht in den Fluss kommt bei denen. Weil auch wenn das die Bilanz vielleicht ist momentan jetzt auch die Statistik, was sie jetzt aufführen mit der Torgefahr, sicherlich jetzt nicht gut ist, heißt aber nicht, dass es am Montag dann auch wieder so ist. Also ich glaube, wir müssen schon unseren Teil dazu beitragen, dass am Montag die Statistik hoffentlich auch noch hält, okay, wir die am Ende ja dann untermauern können. Aber wer Puri vorne drin hat, Heinrich ist ein ehemaliger Spieler, der hier bei 60 ausgebildet worden ist. Also die haben genügend Spieler, die am Ende ja wissen, wie es geht. Und ich glaube, mit der aggressiven, kompakten Art musst du denen begegnen. Und das wird sicherlich jetzt auch für Montag der Plan sein. Dann Matthias Eicher hat sich vorher gemeldet. Hallo, servus in die Runde. Ja, Herr Kölner, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut und auch vor 2 Jahren auf die Tabelle geschaut hat, dass Würzburg 26 Punkte hatte, ist eine Frage, die kommen muss. Momentan aus Ihrer Sicht kann man ja schlecht große Reden schwingen, aber es ist schon auch gut, so ein Fünkchen Hoffnung zu haben und zu wischen. Es würde vielleicht noch gehen, wenn alles passt. Also ich glaube, es wäre auf der einen Seite wäre es fatal, wenn man jetzt sagt, man nimmt sich alle Visionen und alle Ziele, die man nächstes Jahr noch haben kann. Also ich glaube, das wäre das Fatalste. Ich kann jetzt nicht hergehen, kann ja sagen, ja, die Saison ist beendet. So vor 2 Wochen hat es geheißen, hoffentlich steigen die nicht nur ab. Jetzt mit dem Sieg in Dortmund ist wieder so Pari-Pari, gewinnen wir in Würzburg, werden wir wahrscheinlich einen Brasilianer holen und werden aufsteigen. Also wie gesagt, von dem her lasse ich mich eher nicht davon leiten, aber ich glaube, wir müssen schon Ziele haben und Visionen haben. Aber wir tun aber gut daran, dass unser erstes Ziel ist Würzburg und dass wir uns jetzt nicht beschäftigen, was im Frühjahr ist, sondern wir haben jetzt Würzburg vor der Brust. Wir haben jetzt die letzten Tage, Wochen waren jetzt nicht besonders einfach. Jetzt haben wir eine relativ ruhige Woche bis jetzt hinter uns. Und mit schönem Wetter jetzt in München auch. Die Sonne scheint, also wie gesagt, den anderen Teil in Bayern, ich war gestern woanders, da hat es Nebel ohne Ende, also wie gesagt, kannst keine 3 Meter schauen, also hier ist Sonne und hoffen, dass wir jetzt, wie gesagt, 3 gute Trainingstage noch hinbekommen, mit Freitag, Samstag, Sonntag eine gute Anreise dann nach Würzburg haben, auf das konzentrieren wir uns und dann haben wir Pause, dann werden wir uns sicherlich mal sortieren müssen, wie die Dinge dann im nächsten Jahr angepackt werden. Und dann ja, geht es ja eh wieder relativ schnell dann schon wieder ins Trainingslager. Also von dem her, glaube ich, sollte man es jetzt nicht leiten lassen, was ist jetzt nächstes Jahr, gibt es noch Chancen, gibt es nicht Chancen? Natürlich gibt es immer Chancen im Leben. Und man kann immer alles erreichen und deswegen, wie gesagt, an das muss man sich sicherlich orientieren, aber jetzt halt irgendwelche großen Reden zu schwingen nach der Vorrunde und zu sagen, das und das wird jetzt so passieren im nächsten Jahr, glaube ich, ist fatal. Und ich glaube, wichtig ist zu arbeiten und es wird am Montag wichtig sein, auf dem Platz zu werden in Dortmund einfach kompakt zu arbeiten, defensiv ein sehr, sehr gutes Spiel hinzubringen, gute Mentalität zu zeigen, guten Charakter in die Spiel reinzubringen. Einfach eine Mannschaft zu sein am Montag, das ist oberste Priorität. Wenn du das erledigst und dann nur ein paar gute Momente im Spiel kriegst, hast du die Chance, das Spiel zu gewinnen. An dem Ziel werden wir uns orientieren und dann wird sicher, ja, dann haben wir 3 Punkte mehr und dann schauen wir wieder weiter. Und dann haben wir zumindest einmal ein einigermaßen ja, ruhiges und erholsames Weihnachtsfest. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann schauen wir wieder dann, was im nächsten Jahr passiert. Aber jetzt herzugehen und schon wieder Vergleiche zu ziehen. Ich weiß, ich kenne die Statistiken, ich kenne die Tabellensituation auch vor 2 Jahren, vor 1 Jahr. Aber da lässt sich trotzdem nichts ableiten. Also egal, wie die Tabelle vor 2 Jahren war, vor 1 Jahr war, wir werden am Montag deswegen keinen Punkt kriegen. Also nur, weil es mal so war. Oder dann in der nächsten Saison, im nächsten Kalenderjahr. Sondern du musst ja alles hart erarbeiten und das werden wir machen. Wir werden für unsere Ziele arbeiten, werden hart alles anpacken und wie gesagt, von dem her, wie gesagt, gut, in erster Linie mal das Montagsspiel. Dann weiter bei Oliver Griss. Servus, Herr Kölner, hallo. Ich fange mal mit einer lockeren Frage an. Ich wollte von Ihnen wissen, zuerst, wir haben den 19. Spieltag, also der 19. Spieltag ist vorbei. Es ist Zeit für eine kleine Vorrundenbilanz aus meiner Sicht und ich wollte von Ihnen wissen, was ist anders als in der letzten Saison? Ja, ach Gott, das ist so vieles anders wie letzte Saison. Ich glaube, das haben wir versucht, jetzt auch mit ein paar Themen klar zu machen. Also wir haben
Einige Spieler haben die Form nicht mehr erreicht für letztes Jahr. Ich glaube, wenn man jetzt mal von einzelnen Spielern angeht, wir haben als Mannschaft einfach keine Konstanz in der Vorrunde gezeigt, waren in dem Punkt einfach nicht gut und von dem her habe ich gesagt, haben wir auch vor dem Dortmund-Spiel einiges verändert. Also nicht bloß jetzt personell, sondern auch spieltaktisch haben wir jetzt das geschafft, dass wir ein konstantes Spiel hinbekommen haben. Und von dem her, wie gesagt, wollten wir mit dem Dortmund-Spiel schon am Ende auch einen neuen Weg einschlagen. Und einen neuen Weg einschlagen jetzt auch mit neuen Rollen, mit dem System, das vielleicht der Mannschaft das mehr Halt gibt, wo die Spieler sich dann auch in dem System vielleicht das auch ja, wieder mehr oder weniger zwei, drei Schritte zurückgehen können und können dann wieder nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, so wie in der letzten Saison, einfach sich von Spiel zu Spiel einfach maximal zu fokussieren. Und ich glaube, das ist uns in der Hinrunde nicht immer gelungen. Wir haben immer ganz gute Phasen gehabt und haben dann wieder sehr, sehr schlechte Spiele wieder anschließend abgelegt. Und das ist das an dem, was wir arbeiten müssen, dass man sich maximal fokussiert. Und ich glaube, dann werden wir sehen am Ende, was dabei rauskommt. Dann Matthias Eicher nochmal und danach nochmal Oliver Griss. Ja, Gönner, ich hätte noch Teil 2 des Vergleichs zu bieten. Und zwar die Aufholjagd von Würzburg ist ja das eine. Aber zum anderen hat man ja auch gesehen, wie es dann eben nicht gehen kann, oder? Ein Aufstieg und dann bricht so ein Verein halb auseinander. Das ist ja auch kein gutes Vorbild für 60, sondern eher ein mahnendes Beispiel, wenn man es nicht macht. Ja, natürlich. Ich glaube, man muss immer über Aufstieg jetzt zu reden, ist ja fatal. Aber ich glaube, dass man schon einen Mehrjahresplan braucht. Und ich glaube, das ist ja wichtig auch. Ich glaube, da ist der Verein ja immer in Gesprächen auch. Wie soll das nicht bloß in den nächsten 4 Wochen oder in den nächsten 3-4 Monaten aussehen, sondern was passiert dann auch bei Szenario 1, bei Szenario 2 im nächsten Jahr, im Folgejahr. Und man sieht, ein Aufstieg ist auf der einen Seite toll, keine Frage, aber er sieht natürlich auch, das hat das Braunschweig letztes Jahr gezeigt, Osnabrück, die jetzt alle in den 10, 20 Jahren in der zweiten Liga waren, die eigentlich kurz hoch und wieder runtergegangen sind, dass das einfach ein schweres Los ist. Und das sieht man jetzt auch in Würzburg, dass am Ende auch ein Aufstieg, der am Ende dann schon überlegen muss, wie kannst du die ganzen Themen handeln. Für uns, glaube ich, ist wichtig, dass sich die Gremien damit beschäftigen, am Ende dann mit einer guten Planungsstruktur am Ende auch dafür die Grundlage legen, das Fundament legen, und wir müssen aber auf der anderen Seite auch auf dem Platz die Grundlagen und das Fundament legen. Also wir können uns nicht immer dann das Thema auf die Seite schieben, sondern für uns ist schon wichtig, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten einfach ein konstanteres Bild abgeben, ein konsequenter Fußball spielen, am Ende fokussierter, am Ende auftreten, auch Spieltag für Spieltag. Wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dann ergeben sich die anderen Dinge auch nochmal, aber man sieht auch, wie gesagt, auch ein Abstieg ist nicht so, dass man sagt, ja, man packt so locker wieder den Wiederaufstieg, sondern da ist in Würzburg brennt da sicherlich auch der Baum, wenn man dann als Absteiger Vorletzter ist, schon mal den Trainer gewechselt hat, an der Schraube schon mal gedreht, an der Schraube gedreht. Also wie gesagt, nicht so einfach, aber für uns jetzt kein Thema, sondern für uns geht es jetzt darum, dass wir auf uns konzentrieren, und das haben wir letzte Woche gut geschafft, dass wir so nochmal eine neue Initialzündung nochmal erzeugen wollten, und das ist uns in Dortmund gelungen, und das hoffen wir, dass wir es in Würzburg am Ende in dem Punkt da anknüpfen können. Dann Oliver, bitte. Herr Kölner, Ihre Mannschaft war in Dortmund sehr fokussiert und aber auch homogen, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch draußen. Wie haben Sie jetzt da die Rollen draußen verschoben? Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe da beobachtet, Trainer Harry Huber hat den Spiel, ich glaube, Erik Thalik war es auch noch einmal eingestimmt, eben auf die Einwechslung, oder habe ich das falsch wahrgenommen? Können Sie mir nochmal erklären, wie die Rollen auf der Bank auch verschoben haben? Ja, die Rollen verschieben sich natürlich ein Stück weit aus. Also ich musste in der Woche ein bisschen mehr arbeiten. Ich habe schon lange keine Standards mehr trainiert, das musste ich dann auch mal wieder reinziehen. Also, und ich war natürlich glücklich, dass es so funktioniert hat. Also wir schießen ein Standardtor und wir spielen zu null. Aber es war für mich auch wieder ungewohnt, selber nochmal die Spieler bei den Standards hinzustellen. Am Spieltag ist es anders. Wie gesagt, Harry Huber teilt dann die Spieler in ihren Aufgaben bei den Standards zu. Günter Brandl macht dann grundsätzlich die taktische Einrichtung dann für Spiel, also für die Einwechselspieler. Und am Ende, ist es immer so, das sind Phasen, was nicht gut läuft, da musst du vorangehen, und am Ende musst du in der Woche schon vorangehen. Das ist ein gutes Beispiel, sowohl jetzt in der Art, wenn man dann am Ende auch das Training haben möchte, von der Stimmung her, von der Lautstärke her, vom Einfordern der Dinge, aber natürlich auch sich selber auch nochmal ein Stück weit neu zu erfinden. Ich habe schon ewig lang keine Fünferkette mehr gespielt, ich habe schon lange nicht mehr so kompakt in der Art mal gespielt, aber es war am Ende ist das Entscheidende, nicht was ich gern hätte,
sondern was die Mannschaft braucht und am Ende was der Verein braucht. Und für uns war es wichtig, einfach eine Stabilität in das Spiel reinzukriegen, am Ende die Aufgaben klar zu definieren, auch die Stimmung klar zu definieren, die Rollen auch auf dem Spielfeld klar zu definieren. Und am Ende umso besser natürlich, dass die Dinge aufgegangen sind. Aber es war jetzt ein Spiel und wir müssen natürlich am Montag in dem Punkt, wie ich vorher schon mal gesagt habe, auf jeden Fall anknüpfen. Dann machen wir einmal Ladies first und lassen Christina vor und danach Oliver. Jetzt, hallo. Neudecker, nicht nur wegen seiner Leistung gegen Dortmund, sondern generell, wie schwer ist es, wenn der tatsächlich mit seiner Mandelentzündung nicht am Montag auflaufen kann? Und wen sehen Sie am geeignetsten, um die Rolle für ihn auszufüllen? Also natürlich schwer, keine Frage. Wenn wir jetzt nur mal das Dortmund-Spiel nehmen, natürlich zwei Assists. Ja, hat unser Spiel natürlich gut im Griff gehabt, das muss man einfach sagen. Und das war das, was wir am Ende auch von Ricci erwarten, dass Ricci da am Ende auch die Zügel bei uns im Mittelfeld in der Hand hat. Das hat er in Dortmund eindrucksvoll gezeigt und hat auch knapp 90 Minuten, also hätte er durchspielen können, hat er gezeigt, dass er auch dem Spiel körperlich standhält. Das war ja auch so die letzten Wochen so ein bisschen das Fragezeichen nach seiner Corona-Infektion. Umso bitterer natürlich, dass jetzt er wieder mal ein Spiel raus ist eventuell. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also ich lege schon seit zwei Tagen einige Stoßgebiete nach oben hoch und hoffe, dass vielleicht doch dann bis morgen die Wunderheilung passiert. Aber man muss es einfach realistisch sehen. Also es wird eher, beziffert das jetzt als eher unwahrscheinlich, dass er in Würzburg auf dem Platz steht. Wenn man jetzt vom Normalen jetzt, wie er sich jetzt aktuell fühlt, was die letzten Tage mit ihm passiert ist. Und ja, dann geht es am Ende wieder darum, können uns jetzt lange über die Probleme diskutieren, dass Ricci ausfällt, dass unser wichtiger Spieler fehlt. Am Ende geht es um Lösungen und die Lösungen werden wir uns in den nächsten Tagen im Training mal versuchen zu nähern. Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Am Ende müssen wir schauen, wer kann am besten diese Idee umsetzen. Am Ende, aber ich glaube, es wird keinen geben, der den Neudecker 1:1 ersetzt. Ich glaube, das wäre fatal, wenn man sagt, so spiel jetzt mal du wie Neudecker. Sondern ich glaube, jetzt müssen wir unseren Plan ein bisschen ein Stück weit verändern und die Stärken von dem Spieler, der reinkommt, am Ende besonders provozieren und die am Ende auch rausstellen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, nicht jetzt hergehen und sagen, wir wollen jetzt einen 1:1 Ersatz, den haben wir nicht. Ricci ist in seiner Art, wie er Fußball spielt, relativ einzigartig. Deswegen, wie gesagt, schade mit seiner Stimmung und seiner Art und Weise, wie er die Mannschaft da mitgerissen hat am Samstag in Dortmund, wird uns ohne Zweifel fehlen. Aber wir versuchen natürlich da eine Lösung zu finden, dass wir sowohl an Schlagkraft als auch an Qualität am Ende genauso eine gute Leistung auf den Platz bringen können. Dann noch mehr Oliver, bitte. Günter Borenzel. Gut, dann habe ich es geschafft. Hallo? Ja, wir hören Sie. Ja, Moment, instabil. Ja, Sie haben es ja, Gorenzel. Über Sie wurde die letzten Tage geschrieben. Jetzt ist meine Frage, warum würde der Löwenfan Günter Gorenzel mit dem Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel verlängern? Wie noch einmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Warum würde der Löwenfan... Warum würde der Löwenfan Günter Gorenzel mit dem Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel verlängern? Ja gut, Michael Köllner hat schon ganz gut umrissen. Momentan geht es darum, den Fokus voll auf das Spiel am Montag zu legen. Ich habe meine Person und meine Vertragssituation in den letzten 20 Jahren nie zum Thema gemacht, nie kommentiert und werde es auch weiter tun. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, dann müssen Sie die Löwenfans fragen, nicht mich. Ich meinte den Löwenfan Günter Gorenzel. Gut, wenn Sie mich selber ansprechen, mich als Löwenfan, dann gibt es die Antwort, die ich Ihnen gegeben habe, dass ich meine Vertragssituation in den letzten 20 Jahren, da können Sie in Russland nachfragen, in Österreich, in Deutschland, nie zum Thema gemacht habe, nie kommentiert habe und das auch weiterhin tun werde als Löwenfan bei 1860. Dann Christina, bitte. Auch an Herrn Gorenzel. Auch wenn Sie jetzt Ihre Situation nicht thematisieren möchten, aber nach der Lobeshymne jetzt von Herrn Köllner auf Neudecker, vielleicht ist das eine Situation, die Sie vielleicht mal kurz überreißen können. Gibt es da schon einen Stand bezüglich einer Vertragsverlängerung?
Auch aufgebaut auf das, was Michael Köllner jetzt ganz klar umrissen hat. Es geht darum, dass wir jetzt ein letztes schweres Spiel am Montag haben, den vollen Fokus darauf legen und wir jetzt natürlich im Austausch stehen, ja, mit den einzelnen Spielern, mit der Austausch stehen, mit Beratern, was die Zukunft der Spieler anbelangt. Aber wir dieses Thema in der Öffentlichkeit auch nicht weiter kommentieren, weil, wie gesagt, der volle Fokus soll auf das Spiel am Montag liegen. Der volle Fokus soll darauf liegen, dass wir das Potenzial, das unbestritten in der Mannschaft ist und in einzelnen Spielen auch immer wieder gezeigt wurde, dass dieses Spiel konstant auf den Platz kommt. Darauf liegt der volle Fokus und alle anderen weiteren Schritte werden sich dann ergeben. Jetzt schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen an einen der beiden Herren? Christoph Leischpitz, bitte. Ja, damit reicht mal schon eine Frage an Herrn Köllner. Herr Köllner, die Systemumstellung haben wir jetzt gerade kurz schon diskutiert. Mich würde noch interessieren, der Jannik Deichmann, der ja ein sehr flexibler Spieler ist und jetzt sehr lange mehrere Wochen auf derselben Position gespielt hat, hat jetzt zweimal eine andere Position gespielt. Schüttelt man sowas dann einfach aus dem Handgelenk oder besser aus dem Fußgelenk? Oder sagen Sie, das ist schon noch ein bisschen mehr Aufwand im Training, dass man ihn auf die Rolle vorbereitet? Und welche Position würden Sie ihn nicht spielen lassen? Also gut, ich hab, die letzte Frage ist relativ einfach. Also ich habe noch nie ein Tor gesehen. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er ein guter Torwart wäre. Ansonsten würde ich ihn überall spielen lassen. Also ich könnte ja als Mittelstürmer, Innenverteidiger, hat er bei St. Pauli mal Anfang seiner Karriere gespielt. Also ich glaube, der kann alles spielen. Ich glaube grundsätzlich, für solche Dinge, um auf den ersten Teil der Frage einzugehen, glaube ich, sind zwei Dinge entscheidend. Also A, Charakter, Mentalität eines Spielers und vor allem Aufmerksamkeit. Und die ist bei Jannik gegeben. Also er ist aufgeschlossen, grundsätzlich jedem Thema gegenüber. Und im zweiten natürlich, dann der nächste Schritt natürlich Trainingsarbeit. Sie haben die letzten Tage schon fleißig an seiner Position gefeilt. Und das, leider könnt ihr jetzt hier momentan nicht so zuschauen. Also wir versuchen schon im Einzeltraining den Spieler jetzt auf seiner Position hinzubekommen, dann mit kleinen Gruppen, damit am Ende eher dann die Abläufe jetzt in einer kleinen Gruppe weiß und dann am Ende in der Mannschaft und offensiv und defensiv. Also das ist schon harte Arbeit am Ende, ist nicht so, dass wir dann ein bisschen rausgehen, schmeißen einen Ball rein und spritzen ein bisschen und dann gehen wir wieder heim. Sondern dass wir uns schon gut vorbereiten und mich freut es auch, dass Jannik jetzt auch in Dortmund ein richtig starkes, vor allem, also wenn man gesehen hat, wie der runtergegangen ist vom Platz, dann hat man gewusst, also er hat gearbeitet auf dem Platz, er hat geackert für die Mannschaft, aber er hat der Mannschaft auch wertvolle Impulse, offensive, defensive gegeben und das wird sicherlich noch nicht das Ende vor ihm gewesen sein, sondern ich glaube, dass er jetzt auch in den nächsten Wochen noch mehr kommt, wenn er sich mit der Position dann am Ende auch dann ein bisschen einen Rhythmus kriegt, jetzt auch athletisch besser einsteuern kann, was verlangt die Position. Am Anfang ist man ein bisschen vorsichtiger und hinten raus hält man dann doch noch ein paar Körner übrig und dann gibt man ein besseres Rhythmusgefühl für die Position. Von dem her freue ich mich drauf und wie gesagt, für uns, und das war das Entscheidende, mir hat das in Lübeck, bevor wir den Spieler verpflichtet haben, auch seine Variabilität gefallen. Wie er dort gespielt hat, ob jetzt zentral oder mal am Streifen draußen, mal ganz vorne drinnen, mal ein bisschen hängend. Und das war dann, wenn der das dann in dem Rahmen schon kann, dann glaube ich, kann er das grundsätzlich. Dann ist es einfach ein Wesenszug für ihn, dass er eine hohe Aufgeschlossenheit diesem Thema hat. Und ja, wie gesagt, jetzt hoffen wir natürlich, dass er ja am Montag wieder ein gutes Spiel macht. Jetzt weiter bei Oliver. Herr Kölner, mich würde interessieren, was Sie an Weihnachten machen und ins Trainingslager nach Belek mitfahren oder fliegen. Ist ob Leandro Morgalla zum Beispiel dabei ist oder noch der ein oder andere Jugendspieler? Letzte Frage, Trainingslager ist relativ einfach. Also wir hoffen schon, dass Dani Wein mit kann, dass er dann soweit wieder ist. Also Lorenz Knöfel ist ja momentan nach seiner knöchlichen Verletzung jetzt im Aufbau. Die werden auch wieder auf dem Platz, können wir hoffen. Wie gesagt, dass wir eigentlich dann mit dem Kader runterfahren können und dadurch wird es ja auch ein bisschen abhängig machen, was von den jungen Spielern mitgeht. Das Problem ist natürlich, sagen wir, Wintertrainingslager eignet sich schon ganz gut, eigentlich auch mal den einen oder anderen Spieler aus dem NLZ mal mitzunehmen, aber wir haben jetzt eine besondere Situation. Der Terminplan des Deutschen Fußballbundes hat ja uns sehr wohlwollend bedacht mit einem Montagsspiel. Haben gedacht, der einzige Drittligist, der im DFB-Pokal überwintert, den wollen wir dann auch die Pause so kurz wie möglich halten, damit er dann am Montag nochmal spielen darf und sich nicht ja zu lange erholen kann, damit er dann eine Woche nach Beginn sofort die zwei englischen Wochen dann auch relativ frisch durchstehen kann und die Chancen dann im Weiterkommen gegen Kayseri dadurch auch erhöht werden, wenn man die Pause verkürzt. Und
Ja, von dem her, wie gesagt, haben wir eine kurze Phase, über die wir uns vorbereiten können. Aber sicher wird es so sein, dass Morgalla mitfährt. Leandro Morgalla wird sicherlich bei uns im Kader sein, in der Türkei. Der hätte wahrscheinlich eh schon ein paar Spiele bei uns gemacht, aber ich wollte seine Ausbildung jetzt am Ende da reingrätschen und ihn dann zum Ausbildungsabbruch zwingen oder das jetzt irgendwo da eingreifen, weil ich glaube, schon wichtig ist für Spieler, vor allem jetzt in der dritten Liga, ist ein schulisches Fundament wichtig und ein berufliches Fundament. Und deswegen, wie gesagt, legen wir schon großen Wert drauf, dass die Spieler ihre Schule zu Ende machen, auch in ihrer Ausbildung am Ende da ihrem Mann stehen. Und von dem her, wie gesagt, müssen wir jetzt dann Trainingslager passt jetzt auch, weil da in der Regel keine Schule ist, beziehungsweise man ist das beruflich auch dann meistens Betriebsurlaub haben. Und da müssen wir einfach dann zukünftig weiter überlegen, wie die nächsten Tage dann auch da verfahren wird. Aber der wird auf jeden Fall mitgehen und dann wird es abzeichnen. Marius Wörl ist bei uns ja eigentlich Dauergast im Training, wenn es schulisch geht. Also der ist jetzt im Abiturjahr, der ist in der Regel dienstags bei uns immer im Training. Da müssen wir schauen, also was vom Kader dann, wer dann nicht kann, dass dann wird der Marius eventuell nachrutschen, genauso wie David Msür, der jetzt auch die Woche wieder bei uns im Training ist, weil, wie gesagt, dann wir da einmal versuchen, so viel möglich, alle Möglichkeiten auszureizen, mit jungen Spielern zu arbeiten und ihnen eine Chance zu geben, hier bei uns auch vorzuspielen und sich auch bei uns zu entwickeln. Und das ist auch am Ende auch ein wichtiger Anker meiner Arbeit hier, die Spieler, die jetzt aus dem eigenen Nachwuchs kommen, entsprechend zu fördern. Und wie gesagt, aber wir müssen schauen, also mit 30 Mann ist da runterzufahren, die alle 30 einsatzfähig sind, ist natürlich vom Handling her schwierig. Wir wollen mit der kompakten kleinen Gruppe dann in die Türkei fliegen, wollen uns dann extrem zielgerichtet auf das erste Spiel gegen WM Wiesbaden vorbereiten, weil wie gesagt, dann geht es ja eh Schlag auf Schlag. Der Januar ist für uns eine brutale Herausforderung mit den englischen Wochen, auch mit der Schwere der Spiele, dass wir dann auch, wie gesagt, einen guten Einstieg finden. Und dem, wie gesagt, werden wir da das handeln. Dann zu der anderen Frage, Weihnachten, so wie viele Menschen. Ich sitze zu Hause, warte auf die Geschenke, bekomme am Ende wieder keine, bin enttäuscht. Dann sitze ich da, dann gibt es zumindest was Leckeres zum Essen. Dann, wenn das Essen vorbei ist, ärgere ich mich wieder, weil ich wahrscheinlich wieder ein Kilo zugenommen habe. Und denke mir wieder, du blöder Hund, hättest eigentlich weniger essen können. Und freue mich aber in erster Linie auf den Weihnachtsgottesdienst. Das muss ich wirklich sagen, ist weil ich bei mir daheim in meiner Heimat bin, in Fuchsmühl, und da treffe ich dann rund um den Gottesdienst auch viele, die ich sonst nie treffe und mit denen ich früher halt viel erlebt habe. Das ist dann nicht immer da, so einen Austausch zu haben und da ein paar Leute wieder zu treffen und dann natürlich mit der Familie Weihnachten zu feiern. So, für uns ein besonderes Weihnachten wäre das erste Jahr ohne unseren Vater, und das ist natürlich für meine Mutter ein bisschen schwieriger, und deswegen müssen wir schauen, dass wir das gut über die Bühne bringen, damit dann alle trotzdem ein glückliches Weihnachten haben und der Schmerz dann am Ende jetzt vor allem bei meiner Mutter dann nicht so groß ist. Dann die nächste Frage, sicherlich ein schwerer Übergang für Christian Jung. Ja, schafft er schon. Ich gebe mein Bestes. Es geht nochmal um Würzburg. Der Benny Schwarz als Co-Trainer war ja bis Mitte Oktober an der Grünwalder Straße tätig. Da hat mich jetzt einfach interessiert, Sie haben einen, doch einen starken Bezug auch zu der U21 aus verschiedenen Gründen, auch mit Frank Schmöller einen intensiven Austausch. Gab es mit dem Benny Schwarz da auch einen intensiven Austausch? Und welche Rolle kann das dann am Montag spielen? Also von beiden Seiten, ne? Man kennt sich, er kennt Sie, Sie kennen ihn. Ja, also beide Schwarz, Danny Schwarz hat jetzt mit Bayern Amateure oft gegen uns gespielt, Benny natürlich auch, also wie gesagt, ist ein Kollege natürlich jetzt in meiner Zeit gewesen, mit der U21 und vor allem mit der U19 hast du natürlich schon einen sehr intensiven Austausch, jetzt auch U17 jetzt, wie gesagt, jetzt gegen Stuttgarter Kickers, zugeschaut gegen Haching jetzt zu Hause, sind auch interessante Spieler drin, vor allem jetzt Torwart in der U17 ist ein Spieler, der für uns jetzt auch perspektivisch, glaube ich, ein interessanter Junge sein kann, und von dem her haben wir da schon im Austausch auch und versuchen da jetzt vor allem jetzt mit der U19, U21 einen sehr engen Austausch zu pflegen, aber wenn ein Spieler mal wieder bei uns oben dabei sind oder jetzt in der U21 viele Spieler in der U21 spielen haben, so war das natürlich auch ganz normal, dass wir da immer, wenn ich dann beim Training zugeschaut habe am Abend, dass wir dann natürlich auch ins Gespräch kommen da, und das hat mich natürlich auf der einen Seite ein bisschen geärgert, dass jetzt ein Trainer, der sicherlich jetzt hier als Spieler eine gute Zeit gehabt hat, dann am Ende jetzt auch zum anderen Verein geht, aber ich kann natürlich auch die Chance für ihn verstehen, die zu nutzen jetzt im Profibereich, dann am Ende jetzt auch als Co-Trainer, dann am Ende auch
den nächsten Schritt gehen zu wollen und drücken natürlich jetzt bis auf den Montag immer die Daumen, dass die einfach auch gute Ergebnisse haben, wie gesagt, und hoffen natürlich auch, zu alleine das persönliche Interesse ist, und Würzburg ist ein interessanter Verein in Bayern, vor allem also einfach in einer tollen Stadt, also Würzburg ist einfach eine tolle Stadt, also ich bin gerne in Würzburg und mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden kenne ich auch Herrn Jäger, dann kenne ich ja natürlich jetzt von Nürnberg her nur, der war bei Nürnberg in Sportverein tätig und so, immer wieder einmal da in Kontakt und tauscht sich da ein bisschen aus. Von dem her, wie gesagt, drücke ich natürlich schon Würzburg die Daumen, dass sie die Kurve wieder kriegen, aber das können sie dann gerne 2022 vollumfänglich machen. 2021 sollten sie nochmal ein Spiel uns nochmal den Vortritt lassen, da hätte ich jetzt auf jeden Fall nichts dagegen. Nochmal der Blick auf dem Bildschirm. Ich sehe aber keinen mehr mit der Frage. Dann sage ich vielen Dank für eure Zeit. Allen draußen schon heute schöne Feiertage. Alles Gute für 2022. Und der Trainer meldet sich nochmal. Genau, nachdem wir in der Runde ja so nicht mehr zusammenkommen, weil nach dem Spiel ist ja meistens jetzt mit Corona ein bisschen anders in Würzburg. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alle nach Würzburg reisen. An der Stelle nochmal den Pressevertretern, Medienvertretern, vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit in 2021. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass sie euch 2022 nicht sonderlich negativ verändert, sondern eher positiv und steigert. Weil das wünsche ich meinen Spielern einmal, dass sie sich positiv steigern. Also vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit. Und war nicht immer einfach, aber glaube ich, haben trotzdem eine interessante Zeit erlebt. Und wünsche euch allen und Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, vor allem ein paar besinnliche Tage, ein paar Tage, wo man innehalten kann nochmal. Und dann werden wir uns ja Anfang Januar wieder sehen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und allen Fans, die live immer die Pressekonferenz oder immer die Pressekonferenz verfolgen, ebenfalls an der Stelle ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage. Auch am Heiligabend darf man den Löwen im Herzen tragen. Das wünsche ich dann auch jedem, dass er am Heiligabend auch den Löwen im Herzen trägt. Montag noch uns nochmal gescheit anfeuern und dann einen guten rüberkommen in 2022. Und dann sehen wir uns dann, denke ich, spätestens dann wieder 2022 frisch, fröhlich, angriffslustig, so wie der Löwe am Ende nächstes Jahr wieder dann unterwegs sein wird. Vielen Dank. Gut, danke. Ciao.